Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Im letzten Video hatte ich euch gezeigt, wie man einen Edge-Cut in KiCad exportiert aus dem FreeCAD heraus. Und hier dazu nochmal die Platine, die ich dazu benutzt habe. Ich habe das hier nochmal etwas anpassen müssen, den Edge-Cut, einfach weil ich im Gehäuse an dieser Seite hier oben und unten jeweils, also oben und unten, eine sechspolige Buchse einbauen möchte, und die Lötpins ragen hier ein wenig in diese Platine hinein, und wäre die jetzt hier eine gerade Kante, würde ich dann also bei der Montage nicht mehr an den Lötpins von den Buchsen vorbeikommen, und deshalb diese Aussparungen hier nochmal nachträglich eingefügt und dann auch im FreeCAD gemacht und dann hier ins KiCad wieder hinein exportiert und dann auch die Bauteile positioniert. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist das genaue Platzieren der Bauteile, und auch das Routen habe ich jetzt hier noch nicht durchgeführt. Soll aber nicht das Problem sein an dieser Stelle. Was ich euch heute zeigen möchte, ist Folgendes. Ich habe mich hingesetzt, ich habe mir mal mit FreeCAD ein 3D-Modell gezeichnet. Ich starte hier währenddessen mal FreeCAD und habe also dieses Gehäuse mal in 3D heute gezeichnet. Und wenn ich das jetzt hier öffne, na, seht ihr also jetzt hier dieses 3D-Gehäuse, das ist also dieses Gehäuse hier und das als 3D-Modell. Und in dieses 3D-Modell habe ich noch, das ist hier noch die alte Platine, ich zeige euch gleich, wie es mir das gemacht wird, hier hinein positioniert, und zwar so positioniert, dass sie hier auch exakt auf diesen Stützfüßen mit Gewinde dann zu liegen kommt. So, wie wir das machen, zeige ich euch. Schritt Nummer 1, wir brauchen also unser 3D-Modell. Und jetzt nehme ich das richtige Modell hier ohne die Platine. Das habe ich auch mittlerweile schon noch etwas verfeinert. Ich habe hier die Montagebohrungen eingeführt und die Verschraubungsbohrungen gesetzt. Und wir müssen jetzt dieses 3D-Modell, was wir hier in FreeCAD gezeichnet haben, zuerst einmal exportieren als Step-Datei, damit wir es dann hier in der KiCad Workbench verarbeiten können. Wie machen wir das? Wir gehen also in unseren Modellbaum, markieren hier unser Modell, das es markiert ist, und wechseln dann hier in das Menü Datei, gehen auf Exportieren. Ich exportiere das jetzt hier direkt mal in den Projektordner von KiCad. Und wir müssen hier unten das Format auswählen, Step with Colors, also eine .step-Datei, nicht das ZIP-File, sondern die entpackte Version. Das taucht dann hier auf, und ihr seht, ich habe das schon aus dem vorhergehenden Versuch mal exportiert. Das ist also hier die Datei. Ich überschreibe die jetzt mal, und damit ist eigentlich jetzt hier schon unser Modell als Step-Datei für die KiCad Step-Up Workbench verfügbar. Damit können wir das hier schon schließen und wechseln jetzt in die KiCad Step-Up Workbench. Schritt Nummer 1 ist jetzt hier in dieser KiCad Step-Up Workbench die Leiterplatte mit den 3D-Bauelementen zu laden. Auch die finden wir hier in dem KiCad-Projektordner GSM Jagd, und das ist also jetzt die Leiterplatte. Doppelklick, und damit wird die Leiterplatte geladen. Ihr seht, das ist jetzt auch schon, ja, hat sie jetzt geladen. Einige 3D-Elemente fehlen, die habe ich noch nicht eingefügt. Das ist hier der Arduino Nano, das GSM-Modul und der Stepdown-Wandler, ist aber jetzt hier nicht weiter von Belang. So, ihr seht, das ist jetzt auch schon die neue Platine hier mit diesen beiden Aussparungen. Die ist also jetzt geladen, und wir müssen jetzt als nächstes über den Button Import 3D Step Modell unser
Gehäuse hinzufügen. Das ist diese Step-Datei. Ihr seht, diese KiCad Step-Up Workbench wäre eigentlich auch in der Lage, hier diese FreeCAD-eigenen Dateien zu verwenden. Allerdings, wenn ich die auswähle, werden die nicht hier in diese Datei oder in dieses Projekt importiert, sondern er macht hier ein neues Projekt auf. Deshalb dieser Umweg über diese Step-Datei, denn die wird hier jetzt direkt in dieses Projekt importiert. Wir wählen sie aus, gehen auf Öffnen und wir sehen, jetzt ist also hier unser 3D-Modell vom Gehäuse importiert worden. So, das Ganze passt natürlich hier noch nicht zusammen. Die Platine sitzt jetzt hier unten und das Gehäuse irgendwie drin. Wir müssen jetzt erstmal das Ganze wieder etwas entzerren. Dazu schiebe ich mal hier die KiCad Step-Up Tools zur Seite. Und ich wähle jetzt hier dieses Hole 2 aus. Das ist also unser Gehäuse. Und klicke rechts auf das Kontextmenü und wähle Transformieren aus und kann jetzt dieses Modell hier einfach erstmal ein Stück verschieben. So, wenn ich das gemacht habe, ist jetzt meine Platine und auch das 3D-Modell hier wieder entzerrt. Ich bestätige mit OK und ich muss jetzt die Platine, also die Bohrungen hier, das sind die Montageholes, auf diese Stützfüße vom 3D-Gehäuse-Modell positionieren. Dazu, das ist jetzt der nächste Schritt, wähle ich mir hier oben, ich zoome mal hier rein, diese Kante aus. Die wird jetzt hier, wenn ich mit dem Cursor drüber fahre, gelb markiert. Wenn ich klicke, linksklick, wird sie grün. Und ich brauche natürlich das passende Gegenpart, also dieses Loch hier oben auf der Platine dazu. Das ist dieses hier. Jetzt bitte nicht gleich klicken, sondern die Steuerungstaste gedrückt halten. Und ich brauche jetzt hier diese untere Kante, also nicht die obere, sondern die untere Kante. Da sitzt ja dann auch der Stützfuß. Die klicke ich jetzt auch an. Dadurch, dass ich Steuerung gedrückt gehalten habe, ist es jetzt auch grün markiert. Also wir haben hier grün und hier unten auch. Na, und hier unten auch grün. Und wir können jetzt das Manipulator Tools Aligner nutzen. Den klicke ich hier mal an. Die Einstellungen hier kann man so lassen, wie sie sind. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Button drücke, zack, wird also die Platine automatisch hier exakt auf die Bohrung vom Stützfuß im 3D-Gehäuse positioniert. Wer sich jetzt fragt, ja, die Durchmesser hier passen ja gar nicht. Das kommt daher, hier oben, das ist eine Bohrung für eine M3-Schraube. Die hat also einen Durchmesser von 3,2 mm und hier unten habe ich im 3D-Gehäuse nicht eine eine 3 mm Bohrung gemacht, sondern ein M3-Gewinde gesetzt und was dieser etwas kleinere Durchmesser jetzt hier, dieser kleine Innendurchmesser, ist im Prinzip das Material, was benötigt werden würde, um jetzt das Gewinde zu schneiden. Das plant hier FreeCAD sozusagen mit ein und deshalb, das ist hier also kein Loch, sondern ein Gewinde. Ja, und damit ist unsere Platine jetzt hier exakt positioniert und ich kann mir jetzt auch schon mal anschauen, wenn diese dann aus der Produktion kommt, passt denn die überhaupt hier rein? Ihr seht, ich habe auch diese Platinenumrisse hier schon etwas kleiner gemacht, habe also hüben und drüben 1 mm Luft gelassen, um eventuell auch ein bisschen korrigieren noch zu können und auch sicher sein zu können, dass es genau passt. Und ihr seht jetzt auch hier die beiden Aussparungen. Jetzt wird auch deutlicher hier, also auf diese Seite, beziehungsweise dann auf diese Seite, werden also noch Aussparungen gemacht für die sechspoligen Anschlussbuchsen. Und hier diese Aussparung dient also dann dazu, dass ich dann an den Lötpins von den Buchsen vorbeikomme und diese Platine also auch mal für irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeiten aus dem Gehäuse ausbauen kann, ohne hier vorher die Buchsen demontieren zu müssen. Ja, damit ist das Ganze jetzt hier soweit fertig und ihr seht also 3D-Modell mit Platine und den 3D-Bauelementen. Ich kann sie jetzt nochmal, ich positioniere sie nochmal so. Na,
in dieser Position. Und da sehen wir hier, ragt auch kein Bauelement über die Kante nach oben. Das heißt also, auch der Deckel wird problemlos draufpassen. Es ist tief genug, dass hier kein Elektrolytkondensator oder andere Bauteile nach oben herausragen. Ja, damit kann man eigentlich jetzt die Platine ruhigen Gewissens in die Produktion geben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim 3D-Konstruieren und beim Platinenentwerfen und viel Spaß bis zum nächsten Mal. Tschüss!